Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal zusammen anschauen, wie wir jetzt im Patch 9.15 möglichst schnell Renown oder im Deutschen die Ruhmstufen hochfarmen können. Zusätzlich wollen wir uns noch ein paar Sachen angucken, die das Twinken ein wenig erleichtern. Und da würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Ich befinde mich hier in Oribos. Und zwar auf der zweiten Etage, der oberen, wo auch der Flugmeister ist. Und bei diesem stehen wir auch schon, denn hier haben wir einen neuen Händler. Dieser Händler verkauft uns einen Haufen nützliche Sachen. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Ihr seht, hier haben wir den Flugmeister und direkt daneben steht der Händler Au Dada. Und diese verkauft uns einige Sachen. Unter anderem, was wir uns jetzt hier als erstes angucken wollen, ist das Ehrenabzeichen der Mittler. Um das kaufen zu können, müsst ihr bei einem Char erstmal die maximale Ruhmstufe haben, also Ruhmstufe 80. Dann bekommt ihr hier dieses Achievement, Ruhmreich. Und sobald ihr das freigeschalten habt, könnt ihr mit allen Charakteren auf dem Account diese Items kaufen, beziehungsweise das Item im Speziellen. Das ist das Ehrenabzeichen der Mittler und das erhöht eure Ruhmstufe auf 40. Das ist vor allem praktisch für neue Chars, die ihr gerade am Hochleveln seid, könnt ihr direkt auf 40 erhöhen, die Ruhmstufe, beziehungsweise auch jetzt mit 9.15 könnt ihr ja instant zu den ganzen anderen Covenants switchen. Ist das natürlich auch praktisch für den Main, wenn ihr jetzt bei den anderen Covenants noch nicht unterwegs wart und dementsprechend da die Ruhmstufen noch erhöhen wollt. Das kostet insgesamt 500 Gold und ist eigentlich eine relativ fixe Geschichte. Wenn ihr jetzt einen Char schon auf 39 habt, dann lohnt sich das nicht, kriegt ihr nur ein Level, aber wenn ihr auf 1 seid, kriegt ihr halt direkt die 40 Level und seid dann 40 mit dem Charakter. Soweit dazu. Dann hat der Händler hier noch ein paar andere Items. Wir haben einmal ein Item, das wir uns für 1000 Anima kaufen können und das bringt auch 1000 Anima, ist Battle.net-Account gebunden, könnt quasi das Anima dann zu anderen Covenants mitnehmen oder auch zu anderen Twinks schicken, wie ihr das am besten braucht. Dann haben wir noch zwei Upgrade-Items, einmal für Waffen und einmal für Rüstungen für eure Erbstücke. Die sind relativ teuer, 5000 und 7500 Gold. Summiert sich tatsächlich auf, wenn ihr alle Erbstücke upgraden wollt, da seid ihr fast bei 1 Million Gold. Ich werde das wahrscheinlich die Tage noch machen, einfach aus einer Sammelperspektive her, aber zum Leveln sind die ganz nett und dann natürlich braucht ihr da nicht alle Waffen und Rüstungen upgraden. Dann haben wir noch einmal eine Speerkarte, hier kriegt ihr die Flugpunkte für die kompletten Schattenlande. Kostet hier 10.000 Gold, ist ein Toy und könnt ihr dann bei allen Charakteren auf eurem Battle.net-Account einsetzen, um dementsprechend die Flugrouten zu haben. Auch für die alten Expansions gibt es da noch Karten, die werde ich aber in einem anderen Video dann nochmal vorstellen und euch zeigen, wo man die herbekommt. Dann haben wir noch zwei Truhen, einmal eine PvE und einmal eine PvP-Kiste. Beide sind auch Battle.net-Account gebunden, kosten jeweils die jeweilige Währung. Hier einmal Eroberungspunkte und hier Tapferkeitspunkte. Die kann man einfach kaufen, auf Twink schicken und dann dementsprechend ein wenig Gear rausziehen. Hier bei der PvP-Kiste, seht ihr, braucht man eine Minimumwertung von 1400. Ich habe mit dem Char jetzt noch kein Arena gespielt. Hier wird man vielleicht wahrscheinlich auch eine Wertung brauchen, das weiß ich nicht. Da habe ich nämlich die Voraussetzungen wahrscheinlich weit erfüllt, weil ich mit dem natürlich hier M+ gespielt habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr das wisst, was man hier für eine Voraussetzung braucht. Wahrscheinlich muss man 1000er oder 1500er im M+-Rating haben, kann ich mir vorstellen, dass man das kaufen kann. Das letzte, was wir da noch haben, ist einmal ein Item für 10.000 Anima. Da könnt ihr einen Anhänger auf Stufe 30 bringen. Prinzipiell lohnt sich das nicht, meiner Meinung nach, weil 1000 Anima oder 10.000 Anima sind schon relativ viel und Stufe 30er kann man relativ schnell erhalten. Aber ich kann euch einen kleinen Tipp geben, wenn ihr jetzt einen neuen Twink habt oder frisch bei einem Covenant seid mit eurem Main, also frisch geswitcht seid und ihr seid Stufe 1, erhöht mit dem Item auf quasi Stufe 40 und dann könnt ihr die, was ich gleich nochmal ein bisschen erklären werde, eure Ruhmstufe schnell noch ein bisschen hochballern. Und dann könnt ihr einmal euch dieses Item kaufen, dass euer Anhänger auf Stufe 30 ist, falls ihr das Anima habt und dann, wenn ihr höher in den Ruhmstufen hochkommt, was relativ zügig aktuell geht, könnt ihr Items bekommen, wo ihr 75.000 Erfahrung auf euren Anhänger bekommt. Die bekommt ihr nämlich immer dann, hier seht ihr zum Beispiel diese Irrwisch der Erinnerung habe ich jetzt hier, und die bekommt ihr alle paar Level, wenn ihr hier die Ruhmstufen quasi erhöht. Ja. Wenn ihr clever seid, dann holt ihr euch bei eurem Missionstisch nur einen Anhänger. Meistens, wenn ihr halt jetzt die Ruhmstufen hochgebaut habt, habt ihr da 6, 7, 8, 9, 10 Anhänger, die ihr euch holen könnt. Ihr holt euch einen, tut diesen einen mit,
wenn ihr es euch leisten könnt, diesem Item erhöhen, beziehungsweise mit dem Irrwischdingern, haut den hoch auf Stufe 40-50 damit und erst dann holt ihr euch die anderen Anhänger. Warum macht ihr das so? Die Truppen, die ihr bekommt, die skalieren mit dem Durchschnitt von euren Anhängern. Wenn ihr nur einen Typen habt, dann ist euer Durchschnitt halt dieser eine Typ. Und sobald ihr quasi mehrere habt, wird der Durchschnitt gesenkt. Aber mittlerweile tun die nicht mehr downleveln. Heißt, wenn ihr einen am Anfang direkt auf 50 ballert, dann bleiben die Typen auf 50, auch wenn ihr einen Haufen Level 1er danach noch holt. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Gut, sind wir mit dem Händler fertig? Dann würde ich sagen, schauen wir uns an, wie ihr jetzt den Ruhm erhöht von Stufe 40 auf Stufe 80. Im Moment gibt es ein Event, das schimpft sich Rauferei Kinderspiel oder ausgeschrieben Kinderspiel. Und das ist einfach ein Arati Brawl-Event, wo ihr gegen KI kämpft. Das ist so einfach gemünzt, dass ihr das, wenn es gut läuft, in 4 Minuten gewinnen könnt. Also heißt, ihr queut euch rein, 1,5 Minuten steht man am Start rum und dann dauert es eine Minute, Basen umzuflecken und sobald die Basen umgefleckt sind, hat man 30 Sekunden gewonnen oder 40 Sekunden, ja. Man muss eigentlich nur schnell gucken, dass man, je nachdem, ob man Allianz oder Horde ist, halt die gegnerische Base möglichst zügig übernimmt, die auf der gegenüberliegenden Seite ist, also Hof oder Stall, und dann kann das Ding in unter 4 Minuten gewonnen werden, ja. Man bekommt dafür auch Ruhmstufen, nicht bei jedem Win tatsächlich, aber sehr, sehr häufig. Und ich habe da jetzt schon einige Chars mit den Ruhmstufen hochgebastelt. Also das ist wirklich das Top-Ding, um Ruhmstufen von 40 bis 78, muss ich hier sagen, hochzubasteln. Im Moment ist es so, irgendwie die zwei letzten Ruhmstufen kann man wirklich nur über quasi das Schicksal gestalten. Das ist in Cortia die Quest bekommen, beziehungsweise die 1000 Anima sammeln. Irgendwie die letzten beiden Ruhmstufen müsst ihr quasi auf dem harten Weg machen, ne, über diese Weekly Quest. Aber alle anderen kann man quasi hier ganz easy über die Brawl euch hören. So, solltet ihr das Video jetzt gucken, nachdem die Brawl schon abgelaufen ist, werde ich euch gleich erklären, wie ihr da die Ruhmstufe hochhauen könnt. Noch eine kleine Geschichte zu dem Kinderspiel. Das solltet ihr auch machen, wenn ihr Ehre farmen wollt oder den Twink dirigieren wollt. Ihr bekommt nämlich im Verhältnis, also Zeit, die ihr im BG seid und der Ehre, die ihr bekommt, ist das die Zeit-Nutzen-Relation sehr, sehr gut. Also ihr bekommt sehr, sehr viel Ehre und ihr bekommt auch noch mal jedes Mal zusätzlich Ehrenabzeichen. Falls ihr euch T-Mog kaufen wollt, werdet ihr mit Ehrenabzeichen da zugeschüttet. Das ist eine schöne Sache. Und was ihr bekommt noch Eroberungspunkte und die könnt ihr dann auch wieder für Gear benutzen, beziehungsweise habt ihr gesehen, da gibt es ja dieses eine Token, was ihr dann rüberschicken könnt, auch für andere Twinks. Also dieses Brawl ist auf jeden Fall eine super Sache zu farmen. So, sollte jetzt die Brawl bei euch schon vorbei sein und ihr wollt trotzdem die maximale Ruhmstufe haben, dann kann ich euch ein paar Tipps geben. Und zwar, das Beste, was ihr jeden Tag machen könnt oder halt alle 3 Tage, sind die Berufungsquests. Die bringen, wenn ihr unter 78 seid, auch noch immer eine Ruhmstufe. Die solltet ihr immer mitnehmen. Gibt immer ja, maximal 3, die ihr machen könnt. Also wenn ihr alle 3 Tage zuschlagt und die einmal mitnimmt, dann ist es eine relativ gute Geschichte. Da kriegt ihr relativ gut den Ruhm. Dann könnt ihr zusätzlich noch alle möglichen Worldbosse töten. Es gibt aktuell immer einen Worldboss in den 4 alten Zonen und dann den Worldboss quasi hier oben einmal im Schlund. Die bringen auch immer eine Ruhmstufe, solange ihr 78 oder wenn ihr unter 78 seid, so rum. Genau, also die könnt ihr mitnehmen. Dann natürlich das, was immer eine Ruhmstufe bringt, auch über 78 hinaus, ist einmal die Meta-Quest in Cortia, wo ihr hier den Balken füllen müsst, beziehungsweise die 1000 Anima. Was ihr dann drüber hinaus noch machen könnt, ist, dass ihr alle möglichen Raid-Bosse tötet. Ihr könnt sogar im LFR Raid-Bosse töten. Wenn ihr noch niedriger seid, bekommt ihr tatsächlich für jeden Raid-Boss eins. Ne? Wenn ihr jetzt in irgendeinem Twink-Run mitgeht und den aktuellen Raid in einer Stunde eineinhalb durchhaut und da 10 Ruhmstufen kriegt, ist das schon eine relativ gute Geschichte. Ihr könnt einmal LFR rennen, ihr könnt einmal Normal rennen. Da gibt es relativ gut Ruhmstufen. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, jetzt könnt ihr auch tatsächlich Torghast laufen. Auch Torghast-Runs bringen Ruhmstufen. Mir wurde gesagt, umso höher ist die Chance, eine Ruhmstufe zu kriegen. Anscheinend ein Torghast 1-Run soll nichts bringen. Ich bin ein paar 12er gelaufen, habe tatsächlich auch Ruhmstufen gekriegt. Natürlich
ist das jetzt nicht so ganz der effizienteste Weg, Ruhmstufen zu erhalten. Aber man kann halt zusätzlich seinen Charakter noch mit Soul Ash, Soul Cinder bestücken, und wenn man einen Char gieren will, dann ist das auf jeden Fall sinnig. Wenn ihr jetzt einfach stupide eine Geschichte machen wollt, könnt ihr tatsächlich auch in Normal Dungeons laufen. Sucht euch am besten ein paar Leute, die da auch vielleicht halbwegs Gear haben, und paste einfach durch Normal Dungeons durch. Das funktioniert natürlich auch. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, normale BGs zu spielen. Davon rate ich aber ab. Ihr bekommt nämlich nur eine Ruhmstufe, wenn ihr diese BGs gewinnt. Und da gibt es halt auch nur eine Chance, wie halt in Dungeons oder in Torghast auch, dass ihr eine Ruhmstufe bekommt. Und da sind BGs eher die schlechtere Wahl, außer es ist wie diese Woche das Kinderspiel. Das gewinnt man nämlich immer in ein paar Minuten, und da gibt es dann auch eine Ruhmstufe. Gut, soweit wären wir durch mit den verschiedenen Aktivitäten. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt es gerne in die Kommentare, helft der Community. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.